Alkoholiker erkennt man an nur zwei Fragen. Wie oft trinken Sie 6 oder mehr alkoholische Getränke bei einer Gelegenheit? Eine zweite Frage ist, haben Sie jemals morgens zuerst Alkohol getrunken, um sich nervlich zu stabilisieren? Ich würde aber gern beides runterbrechen, weil für mich, nach jetzt ich selber 2,5 Jahren nüchtern und der Arbeit mit mehreren 100 Menschen inzwischen und halt tausenden Menschen, die das Ganze hören und mitverfolgt haben inzwischen, aus sämtlichen Erfahrungen daraus ist, ich glaube, ein Alkoholproblem hat man dann, wenn man trinkt, um irgendwas zu erreichen, also wenn man wegen etwas trinkt. Wenn du zum Beispiel möchtest, dass du sozialer wirst oder wenn du Angst vor irgendwas hast oder wenn du möchtest, dass es im Kopf ruhiger wird, wenn du wegen Stress trinkst, wenn du trinkst, um was zu vergessen, wenn du trinkst, um dich um irgendwas nicht zu kümmern, wenn du, naja, einfach irgendwie den Gedanken hast, der Alkohol wird dir schon helfen, dann bist du für mich sehr, sehr nah dran an einem Alkoholproblem, weil dann ist Tür und Tor offen für den Alkohol und der hat immer einen Fuß bei dir in der Tür. Genau das ist nämlich sein Ziel. Und wenn du mich ein bisschen kennst, falls nicht, wie gesagt, schau dich hier gerne auf dem Kanal quer oder guck im Podcast oder so, ist alles verlinkt. Ich bin der Meinung, man sollte den Alkohol persönlich nehmen. Ich habe da auch, ich glaube, das kann ich jetzt hier einblenden, ein Video schon mal zugemacht.